Einen wunderbaren guten Tag. Mein Name ist Mario und ich will mit dir auf Spurensuche gehen. Mit 100 Fragen reißen wir einfach mal die mausgraue Oberfläche auf und schauen, was sich darunter verbirgt. Lust mitzukommen? Dann bleib dran. Und heute zur allerersten Sendung freue ich mich total, den Stefan Lange hier zu haben. Stefan ist Buchautor und betreibt die kontrovers diskutierte YouTube-Sendereihe Komm, lieber Tod, in der er schonungslos von seinem Leben erzählt, bis es im Suizidversuch endete. Teil 2 des Podcasts auf Spurensuche und ich sitze hier mit Stefan Lange und ja, wie er zieht jetzt aus 100 Themengebieten Fragen ein Kärtchen und ja. Also, erstmal bin ich beeindruckt, dass hier so ein Stapel liegt, da hast du wirklich die Mühe gemacht, 100 Karten voll zu schreiben. Das finde ich toll. Jetzt hoffe ich, dass ich deine Schrift gut lesen kann. Inwiefern beeinflusst die Qualität deiner sozialen Kontakte die Qualität deines Lebens? Wow, das ist ja mal eine richtig coole Frage. Die Qualität. Was verstehst du unter Qualität von sozialen Kontakten? Es gibt also wahrscheinlich Qualität, kennt man ja als von gut und schlecht. Und was wäre jetzt, wenn ich sage, gute Kontakte, was machen die aus, nur dass ich es richtig beantworte? Oder? Ich habe ja nicht draufgeschrieben, ob es gute oder schlechte Kontakte sind. Aber letztendlich kann man es neutral lassen. Was machen die sozialen Kontakte? Was machen die Freunde mit einem im Leben? Inwiefern beeinflussen sie jemanden? Also ich habe natürlich, klar, wir sind alle bei Facebook und Instagram unterwegs, da hat man eben viele soziale Kontakte, einige habe ich auch schon persönlich getroffen, aber das sind jetzt so nicht Menschen, die mir sehr oft sehr nahe sind. Also manchmal scheint es nah, wenn es auf Facebook ist und sie kommentieren, die klammere ich jetzt mal aus, ohne die abwerten zu wollen, um Gottes Willen, das nicht. Aber natürlich habe ich soziale Kontakte, gute Freunde schon über Jahre, auch schon, die mich kannten vor meinem Suizidversuch, nicht? Also die begleiten mich sehr lange im Leben. Und klar, die haben großen Einfluss auf mein Leben. Die sind da, wenn ich vielleicht mal einen Rat brauche. Und die sind auch da, um Freude zu teilen und sowas. Also man teilzufühlen mit diesen Freunden. Und es gibt so ein schönes indisches Sprichwort, meine ich. Ich meine, es wäre indisch, habe ich mal gehört. Das hat mich ganz erst stutzig gemacht, aber dann habe ich den tieferen Sinn begriffen. Es lautet, Freunde sind dazu da, um sie zu brauchen und nicht um seine eigene innere Leere an ihnen zu stillen. Und da steckt sehr viel drin. Beispielsweise, einen Freund darf man auch mal brauchen, sagen wir, pass auf, heute brauche ich dich nicht. Und ich kenne aber viele Menschen, die aufgrund, weil sie sich einsam fühlen, die nur andere Kontakte haben, um von sich zu erzählen. Weißt du, wie ich meine? Und die wollen ihre innere Leere stillen. Die können nicht mal alleine sein, nicht mal 5 Minuten. Und wenn man jetzt von Qualität spricht, ich weiß nicht, wie qualitativ gut solche Kontakte sind. Ich bin froh, dass ich das nicht habe. Also ich kann sehr gut alleine sein. Und ich brauche eben Menschen um mich herum, um mich auszutauschen und Freude und Leid zu teilen, nicht? Also auch bewusst Freude und Leid, nicht? Auch mal schöne Sachen, nicht? Zusammen zu lachen, denn das Leben besteht letztendlich aus Erinnerungen, aus guten Momenten. Mhm. Wie siehst du das? Also ich brauche natürlich Freunde auch, allerdings muss ich sagen, dass sich meine sozialen Kontakte, die ich offline, also wirklich draußen im Leben vor der Haustür treffe, dass sich das nach dem Verlust letztendlich von Jürgen, nachdem er sich das Leben genommen hatte, ist die Anzahl derer drastisch und dramatisch zurückgegangen. Und Darf ich fragen, warum? Wie kam das, dass es zurückgegangen ist? Weil sehr viele von ihnen einfach Abstand gesucht haben, sich von einem Tag auf den anderen nicht mehr gemeldet haben. Mhm. Mein bester Freund, fast 20 Jahre kennen wir uns, ich habe ihm geschrieben, Jürgen hat sich das Leben genommen, ich habe nie wieder irgendetwas von ihm gehört. Und es gab Leute, die sich zurückgezogen haben, die es vermieden haben, mit mir irgendwo zu reden, wenn sie mich gesehen haben. Und ich muss feststellen, jetzt mit meiner Tätigkeit von Trees of Memory, dass ich damit nicht der Einzige bin. Ich dachte, okay, du hast ganz viele Arschlöcher kennengelernt in deinem Leben.
mit denen ich zugegebenermaßen auf Partys und sonst war extrem viel Spaß hatte. Und natürlich kann ich auch unterscheiden zwischen Partyfreunden und richtigen Freunden. Aber dass es auch richtige Freunde sein würden, deren Sprachlosigkeit so groß ist und diese Sprachlosigkeit bei mir als Schuldzuweisung ankam und die sich dann von mir distanzieren, das hätte ich in meinen schlimmsten Albträumen nicht gedacht. Aber das kommt vor. Mir ist es auch passiert, dass ein guter Freund, den ich sehr gut kannte, wir sind durch dick und dünn gegangen während des Studiums und dachte, ja, das wird auch so ein Freund schaffen fürs Leben. Und ja, der hat sich auch danach abgewendet. Mittlerweile sehe ich das entspannt. Ich toleriere das oder ich akzeptiere das. Ich verzeihe dann da vielleicht auch und sage, manche Leute können mit diesem Thema Tod schon gar nicht umgehen und mit Suizid dann erst recht nicht. Die haben dann, die sind sprachlos, wie du das sagst, ihre Sprachlosigkeit und ja, ob das eine schlechte Qualität war oder keine gute Qualität, es ist zu Ende gegangen und das war sicher, das tut einem leid, das tut einem weh vielleicht auch, aber ich bin froh um die, die geblieben sind und traue nicht denen nach, die nicht geblieben sind, sage ich mal. Das hilft mir so ein bisschen. Das geht mir auch so. Also in solchen Zeiten, da weiß man am Ende dann tatsächlich, wer die Freunde sind, die einen, wenn alles gut läuft, bis zum Ende des Lebens begleiten, die, auf die man wirklich zählen kann. Und die übrig geblieben sind, jeder Einzelne, den könnte ich jederzeit Tag und Nacht anrufen, die waren immer da, egal wie groß die Entfernung war. Und tatsächlich geht es mir auch so, alles was davor war, das ist, naja, ich sage immer, wir Italiener, wir können schon vergeben, aber vergessen niemals. Aber es ist vorbei und letztendlich ist es auch von meinem Lebensbild auch immer so, Freunde müssen nicht zwingend ein ganzes Leben da sein. Die haben auch Aufgaben in einem Leben, die sind nicht ohne Grund da, die begleiten einen für einen gewissen Zeitraum und dann sind sie halt plötzlich weg. Und manchmal ist es so ein ganz natürliches Weggehen und manchmal sind es eben solche Ereignisse, aber dann geht auch wiederum eine andere Tür auf. Und ich glaube, dass wir Menschen uns im Leben eben tatsächlich begegnen und dass wir auch bei Freundschaften lernen müssen, loszulassen. Ja. Alles ist letztendlich vergänglich und tatsächlich müssen wir vielmehr die tolle Zeit, die man zusammen hatte, honorieren und das Wenige, was zwar emotional extrem schmerzhaft war, aber eben hinnehmen als, keine Ahnung, als natürlicher Prozess. Ja, wahrscheinlich. Und man sollte auch weiterhin offen bleiben. So, jetzt hatte ich eine Karte gezogen. Liebe Zuhörer, wenn wir alle 100 durchgespielt haben, wird es sein Ostern 2022. Ich ziehe die Nummer 42. Bin gespannt, was wirkt sich hinter der 42. Du bist ein neugeborenes Kind und hast zum Start in dein Leben die Möglichkeit, einen einzigen Rat einzuholen. Welcher Rat wäre das? Mama mia, das sind ja Fragen, ey. Boah, ein einziger Rat. Ich bin neugeboren und unter der Annahme, dass dieses Neugeborene schon jetzt gerade das denkt und versteht. Aber es ist sehr gut. Einen einzigen Rat. Boah. Wir können natürlich auch sagen, welchen Rat würde man diesem neugeborenen Kind geben? Was ist das Wichtigste? Das ist eine Hammerfrage. Da bin ich erstmal platt, muss ich dir ehrlich sagen. Welchen Rat? Klar, nach welchem Rat sucht man da? Die Frage beantworte ich ja immer aus meiner Historie, also aus meiner persönlichen Geschichte. Nicht? Jemand, der viel Glück hatte im Leben, der würde einen anderen Rat wollen. Also welchen Rat hätte ich Mama mia, hilf mir Mario, du musst mir helfen. Es kann nur aus deiner persönlichen... Ich gieße gerade was ein, deshalb blubbert. Ach, dann darf ich ja auch mal das jetzt zischen. Genau, das Zischen ist die Dampfe. Das ist eine hammergeile Frage. Aber ja, ich finde die auch total toll. Ich war auch total glücklich, als ich hier am Schreiben war. Ja, aber ich musste es sagen. Aber tolle Frage. Also Mario, sag mir, was würdest du denken? Die kann nur aus seiner persönlichen Erfahrung herauskommen, weil alles andere wäre gelogen. Richtig. Einen Rat zu geben zu einem Thema, von dem ich keine Ahnung habe, das ich nicht erlebt habe, Das ist wirklich Schwachsinn und es ärgert mich, wenn Menschen das tun, weil sie einfach nicht wissen, von was sie reden. Und ich bekomme das ja jetzt auch mittlerweile
sehr häufig mit, dass gerade auch bei unserem Thema die Menschen tatsächlich nicht wissen, von was sie reden, weil sie es nicht selbst erlernt haben. Und, aber guck mal, du schreibst da hier, du bist, also ich werde jetzt in die Lage versetzt. Also jetzt stelle ich dir die Frage. Also wenn du, welchen Rat würdest du suchen oder welchen Rat würde man, das ist eine Hammerfrage, also da kann ich jetzt spontan hinterher, nach Ende dieses Podcasts, heute Abend im Bett, wenn ich wieder nicht schlafen kann vor lauter Gedanken und sowas, dann kann ich diese Frage beantworten. Aber jetzt so spontan wird schwierig. Okay. Welchen Rat würde ich geben? Vielleicht ist es entweder ganz viele oder gar keinen, ich weiß es nicht. Welchem Rat würde ich das Kind dem Kind geben? Was treibt dich voran? Was mich vorantreibt? Ja, was ist dein Motor? Was macht dich glücklich? Ach, das sind ganz viele Dinge, die mich glücklich machen. War das jetzt eine Frage, die ich gezogen habe? Nein, sondern ich will dahin führen. Ach, du willst dahin führen. Also was macht mich, sehr gut. Was macht mich glücklich? Ganz, ganz viele Dinge. Es sind kleine Dinge, große Dinge. Was macht mich glücklich? Zeit für mich selber zu haben, macht mich glücklich zum Beispiel, nicht? Die Freiheit, die ich habe oder genießen kann, das macht mich glücklich, ne? Was macht mich noch glücklich? Manchmal bestimmte Momente. Ich kann das wirklich sehr gut, auch im Alltag, auch im dicksten Verkehrsgewimmel und sowas oder wenn ich unterwegs bin, Moment innehalten und schauen und mich spüren. Wenn ich diese Momente erlebe, die machen mich glücklich. Ne? Wenn ich, das sind viele kleine Dinge. Also Glück, wenn man die nach der Definition fragt. Viele Menschen sind ja verzweifelt auf der Suche nach dem Glück und die übersehen das Glück, dass der eigentlich täglich begegnet, sind diese vielen Kleinigkeiten. Du musst lernen, dich auf Glück einzulassen, weil Glück ist ein Gefühl, ist eine Emotion. Und das muss man versuchen, diese Wahrnehmung zu finden. Jeder Mensch hat die, aber viele üben das nicht oder verdrängen das oder sind zu gestresst und was weiß ich, was hier zu viel Last oder zu viel Sorgen. Deswegen, für Glück braucht man einen gewissen Moment nach innen, gewisse Ruhe. Und jetzt hast du eigentlich einen ganz, ganz tollen Rat gegeben. Sei achtsam, spüre dich selbst, gib dir Zeit, nimm dir die Zeit. Das sind alles Dinge, die gerade im heutigen Leben nicht mehr vorkommen. Wir spüren uns nicht mehr, wir nehmen uns nicht mehr die Zeit, wir sind abgelenkt, wir sind gleichzeitig am Handy und am Fernsehen gucken und am Daddeln. Und Glück hat tatsächlich sehr viel mit Achtsamkeit zu tun. Und ich erlebe Menschen auch beim Wandern, die laufen durch den Wald und die bekommen nichts mit, weil die auch gar nicht bei sich sind. Und ich erlebe sozusagen dieses Glück auch, dass ich da rumlaufe und dann manchmal denke, boah, ist das geil. Jetzt verstehe ich die Frage und jetzt kann ich sie auch beantworten. Aus meiner Biografie her, egal was auf dich zukommt im Leben, das weißt du nicht. Es kann Gutes passieren und Schlechtes passieren. Also mein Rat wäre dann dem Neugeborenen, versuche dich selbst gut kennenzulernen und herauszufinden, was du willst und was dir gut tut. Ja, jetzt kann ich die Frage beantworten. Danke. Und mein Rat setzt da direkt an, der einfach nur sagt, ganz egal was, folge dir selbst. Folge dir selbst, folge deinem Herzen und mache, was dir gut tut. Ja, aber dazu gehört natürlich auch ein bisschen Mut. Aber jetzt die gute Frage. Ich bin ganz geil auf Ziehen. Also. So, ich greife hier einfach rein. Ne? Ja. Wir nehmen die 78, also sehr schön. Wenn es die Wiedergeburt gäbe, was würde sich dadurch in deinem Leben verändern? Ach, du ahnst es nicht. Also Wiedergeburt, es gibt ja Glaubensrichtungen, wo die Wiedergeburt eine Rolle spielt. Ist das im Buddhismus so? Oder? Das ist im Buddhismus so. Ne? Und ich weiß nicht, also was würde sich in meinem Leben verändern? Und unter der Voraussetzung, dass ich dann weiß, was in meinem Vorleben passiert ist, würde ich ja klüger handeln oder weiser oder versuchen, Dinge zu vermeiden. Darum hoffe ich eigentlich nicht, wiedergeboren zu werden. Denn noch, sag ich mal, so klug aus dem Altleben das Leben zu nehmen, das ist ein anderes Leben. Dann würdest du ja versuchen, Enttäuschungen zu vermeiden und so. Also weiß ich nicht. Wiedergeburt wäre da keine Verheißung. Aber jetzt wäre ich da wiedergeboren, was würde sich verändern? Ja, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich alles. So vieles und sowas. Das wäre dann nicht mehr mein Leben. Weißt du, wie ich meine? Das wäre dann nicht mehr der Stefan. Das wäre was anderes und sowas. Aber davon gehe ich aus.
Wenn man sich das Konzept der Wiedergeburt anguckt, dann kommt ja jetzt nicht der Stefan, den ich jetzt hier so vor mir habe, da kommt nur ein Teil von Stefan. Das, was dein Geist, deine Seele ausmacht. Lassen wir es einfach mal bei dem. Und bei dem Konzept der Wiedergeburt ist es ja durchaus so, dass die Seele eben in einem Leben Erfahrungen sammelt, die sie im nächsten Leben eben durchaus wieder verwertet. Und das ist durchaus meine Lebensphilosophie, also das habe ich für mich einfach so angenommen, weil es das Einzige ist, was für mich Sinn macht, auch bei Gut und Böse und Schlecht und warum wir durch Dramen müssen, obwohl wir immer die Guten waren oder obwohl die Bösen sozusagen einfach so davonkommen hier im Leben. Wenn sich das Gute, was wir in unserem Leben machen, als auch das Schlechte, im nächsten Leben widerspiegelt, in Form von irgendeiner Belohnung oder in Form von einer Strafe, dann verändert sich natürlich ganz, ganz viel. Mhm. Und wenn ich so das Gefühl habe, ich könnte hier mit Mord und Totschlag einfach davonkommen und nachher ist sowieso nichts, dann ist es halt so. Aber wenn ich genau weiß, dass ich vielleicht im nächsten Leben ein ganz schlimmes Leben haben werde, dann verändert sich ganz viel. Ja, aber das bezieht sich ja immer auf das Diesseits. Weißt du, würdest dann dein Leben dann jetzt in der Jetztzeit verändern, weil du ja fürchtest, klar, das sind so Dinge, ich muss sagen, ich habe mich mit diesem Konzept der Wiedergeburt noch nicht auseinandergesetzt oder so. Vor allen Dingen, weil ich bin ein sehr spiritueller Mensch, aber ich bin kein religiöser Mensch. Also wie gesagt, das ist ein ganz anderes Thema. Das ist ein sehr langes Thema. Ne? Also darf ich die Frage mal so, ich wüsste nicht, weil ich bin so geil auf Zehen. Natürlich. So, jetzt muss der Mario nein, so mal. Also immer ich. Also, du, immer du. Mal vom unteren Bereich. Im unteren, ich bin ja auch nicht überrascht, wenn ich die Frage lese. Im unteren Bereich sind wahrscheinlich die dunklen Fragen und oben wird's heller. Nummer 25. Welches ist für dich die wichtigste Lebensfrage? Es gibt ja so viele Lebensfragen. Welches ist jetzt die wichtigste? Also ich muss euch sagen, ihr seht ja, also ich habe mich auf diese Fragen nicht vorbereitet. Ich hatte keine Kenntnis davon, wie dramatisch diese Fragen sind. Dramatisch finde ich toll. Welches ist für dich die wichtigste Lebensfrage? Die wichtigste Frage ist für mich einfach, ist nicht mal die Frage nach dem Sinn des Lebens. Also für mich gibt es gar keinen Sinn. Der einzige Sinn ist zu leben. Nicht? Also wir müssen das Leben, wir sollten das Leben leben, wir müssen gar nichts. Aber die wichtigste Frage ist eben, welche Spuren werde ich hinterlassen? Das ist die wichtigste Frage. Und das hat auch eine Frage zu tun, welche Spuren will ich hinterlassen? Gute Spuren für mich und für andere oder negative Spuren? Nicht? Man schafft es nie, nur gute Spuren zu hinterlassen. Nicht? Also jeder Mensch hat Gutes und weniger Gutes in sich. Aber das ist die Frage, wo soll mein Weg mich hinführen? Es geht also quasi, wohin will ich eigentlich in meinem Leben? Nicht? Und was will ich erreichen, bis mein Leben zu Ende ist? Und so, ne? Ich stelle mir kleine Aufgaben. Das ist so die wichtigste Frage für mich. Wie lange sollen denn die Spuren sichtbar sein? Ach, da mache ich mir keine Gedanken. Ich glaube, dass Spuren, das hängt natürlich davon ab, was du machst. Zum Beispiel hältst du einer älteren Dame die Türe auf und sowas. Dann ist das auch eine Spur. Das hat was zu tun mit Fürsorge oder mit Achtsamkeit dem anderen gegenüber. Die wird sich vielleicht abends noch daran erinnern. Auch heute hatte ich die Begegnung, da hat mir jemand die Tür aufgehalten. Diese Spur ist nicht sehr lange sichtbar vielleicht. Das ist verblasst in Erinnerung. Aber es gibt natürlich Spuren, die sind sehr deutlich. Die prägen auch andere Menschen. Nicht? Also, aber ich versuche nicht bei allen Dingen, die ich tue, es muss besonders bedeutungsschwanger und groß werden, alles muss immer groß werden, das nicht. Aber ich versuche, Spuren zu hinterlassen und wie jeder Mensch das ja auch tut. Mhm. Aber das ist so die Frage, so Spuren führen zu einem gewissen Zeichnen im Sand. Siehst du ja, wo der Mensch gelaufen ist oder wo er hingegangen ist. Und für mich ist die Richtung des Lebens wichtig. Ja. Mhm. Also für mich ist ja dieses Thema Spuren, wir sagen ja auch, ein Suizid hinterlässt Spuren. Ja, sehr deutlich. Ja, und sehr deutliche Spuren. Und jemand, der unter einem Suizid zu leiden hat als Angehöriger, der hat lebenslänglich bekommen. Mhm. Und diese Spuren sind eben deutlich sichtbar. Mhm. Und
Und ich habe meinen Partner verloren. Ich habe selbst quasi das nur durch Reanimation überlebt, ja, und auch das hat Spuren bei mir selbst hinterlassen. Und das hat tatsächlich auch dazu geführt, auch im Zuge von Trees of Memory, dass sich bei mir tatsächlich ganz, ganz viel verändert hat. Und während ich früher, sagen wir mal so, semi-reflektiert war, hat das heute eine ganz andere Qualität angenommen. Und ich denke viel mehr über ganz viele Dinge nach, weil gerade dann, wenn ich auch tagelang allein durch den Wald renne, da hat man viel Zeit für Meditation, für Kontemplation, um einfach auch sich ganz andere Fragen zu stellen. Und ich habe für mich festgestellt, dass es für mich wirklich wichtig ist, aus all diesen Dingen, die ich jetzt erlebt habe und die etwas mit mir gemacht haben, dass ich das auch tatsächlich verwerte, um es besser, anders oder darauf aufbauend etwas zu gestalten, eben auch die Spuren zu hinterlassen, was ich mit den Bäumen letztendlich auch Ja, tue. eben, das Und ist ja ganz deutlich, ja. Da spüre ich auch, dass diese Spuren sind ja auch ein neuer Lebenssinn sozusagen und ein Sinn, der sich ganz plötzlich gezeigt hat, den ich vorher in dem Maße gar nicht hatte. Da war es eher so, wann ist die nächste Party? Und das ist so die Frage. Ich wache jetzt nicht auf und denke mir, okay, was machst du jetzt heute wieder Tolles? Ja, Ja, so oder ich hatte. hinterlässt du eine Spur Ja. gar nicht. Aber ich merke, dass es latent mitschwingt. Ja, und Ja. ich einfach keinen Bock mehr habe, mich darüber zu unterhalten, wann die nächste Party ist. Ja, aber du sagst, die sind nach dem Weg und sowas, nach den Spuren. Genau. Es wird künftig jeden Donnerstag und jeden Dienstag eine Folge geben. Also bleibt dran und ja, wir sehen uns oder wir hören uns viel besser in ein paar Tagen wieder. Und tschüss.